zweite ist darum, ich habe Anfang des Jahres mir die Idee gekommen für eine Geschäftsgründung, und zwar Weltraumsonden an Privatpersonen verkaufen. Kleine Weltraumsonden, möglichst einfach gestrickt, damit keine Fehler passieren, damit man die auch wirklich benutzen kann. Und sind halt quasi jetzt, dann habe ich die beiden Jungs noch dazu geholt, wir sind jetzt seit Anfang letzten Jahres ungefähr, wo März letzten Jahres mal dabei, nächstes Jahr auch gegründet. Machen wir weiter. Das ganz grob gesehen unterteilen wir das Ganze in Hardware und Software, was wir machen wollen. Einmal halt die Hardware, erzählt der VW etwas zu, dann die Sonde an sich, die ins All geht. Die Software, da kann der Basti was zu erzählen. Ja, mach. ja, also ich bin halt für die Softwareentwicklung zuständig. Da gibt es im Moment noch nicht so viel zu erzählen, weil wir halt noch am Anfang stehen. Unser Ziel ist halt, dass die Steuerung der Software möglichst gekapselt wird und eine möglichst einfache Bedienoberfläche für diese Privatkunden, die dann unsere Sonden kaufen sollen, entsteht, sodass die wirklich ohne, wie du das schon sagtest, ohne einen Studium von Rocket Science zu haben, halt selber diese Sonden steuern kann. Das ist unser Ziel. Und dafür soll halt die Benutzeroberfläche möglichst einen intuitiven Zugang liefern. Natürlich wird Schulung nötig sein, damit die Sonden halt nicht direkt herunterfallen. Und das ist halt so möglich. Leider kann ich noch nicht so viel dazu erzählen, weil es halt noch nicht viel gibt. Okay. Das Wichtigste wird sein, dass man die Sonde nachher von zu Hause aus steuern kann. Das heißt, der Kunde kann dann kaufen. Ja, der Kunde kauft die Sonde, wir liefern die in allen und ab dann darf er übernehmen. Das ist die Idee. Und als erste Marketingmaßnahme, als erste große Marketingmaßnahme haben wir halt dieses Space Race erfunden. Das heißt, die Kunden kaufen Sonden, fliegen einmal zum Mond und zurück. Und der erste, der da ist, hat gewonnen. Das wird die nächste Firmenkonferenz. Genau. Das ist quasi hier in der Mitte von einer Marktlücke. Das sind drei Sachen. Die Wettbewerb, also Wettbewerber, wo Leute beim Teilnehmen, Weltraum, was sie hier im Abenteuer machen, Leute mit. Und da gibt es halt in allen drei Ecken, gibt es Firmen, die das machen. Wir sind genau in der Mitte. Kunden haben uns auch schon überlegen, wer das sein könnte, UNHW, das sind Leute, die mehr als 30 Millionen auf dem Konto haben, die könnten bei uns mitmachen. Beziehungsweise einige Marken, sowas wie Red Bull Racing, würde auch gerne mitmachen. Erstes Rennen wird auf 30 Teams limitiert sein, damit es auch schön exklusiv ist, damit die reichen Leute was haben. Dann habe ich noch eine Folie mitgebracht, unser Zeitplan. Wir haben 2011 angefangen, Gründung des Unternehmens wird jetzt Anfang nächsten Jahres sein. Der erste Teststart von unseren ersten Prototypen ist so, das verschiebt sich wahrscheinlich ein bisschen nach 2013. Das verschiebt sich immer alles. Dann kommt die Testphase und dann das erste Rennen in 2014 wahrscheinlich. Und auch dann läuft das nicht. Ja, und jetzt kann ich Frau noch was zur Sonne erzählen. Klar, die Buchkürzung ist die Struktur genug. Unser Modell. Genau. Also um die Kosten gering zu halten, gering heißt für etwa 50.000 Euro die Sonne in den Weltraum zu kriegen, was normalerweise 100 Millionen kosten würde, kann man sich an den User-Standard halten. Das heißt, die Geometrie ist vorgegeben. Das ist ein Würfel von 10x10x10 cm Kantenlänge und maximal 1 Kilo Gewicht. So, die fliegen mit bei großen Raketen, die beispielsweise Fernsehsatelliten absetzen und werden dann da reingebaut in so ein Gerät, das einfach mitfliegt. So, da bestehen aber ziemlich große Herausforderungen, weil Pyrotechnik nicht erlaubt ist, um die Primärpayload zu schützen. Das heißt, dass leistungsstarke Triebwerke nicht integrierbar sind. So, das zweite Problem ist wie gesagt das Gewicht. Und ja, alle Komponenten inklusive Navigation, Antrieb, Lageregelung, Funk, Antennen, Treibstoff und Struktur dürfen halt 1 Kilogramm nicht überschreiten. So, das ist so der Aufbau eines normalen CubeSats, ziemlich klassisch. Der ganze Hohlraum ist durch einzelne Module gefüllt, darunter zum Beispiel ein Kameramodul, ein Funkmodul, Stromversorgung und der Main-Controller. So, das ist ein
Reflexionsmodul, was ich entwickelt habe im Rahmen des Kompass-Projekts an der FH Aachen. Das wird auch in 2 Jahren im Orbit fliegen, im Kompass 2. Das Modul kann man hier sehen, hat eine Kamera, die ist 5,5 mm groß, also eine Handykamera, und einen Amphibie-Prozessor. Also, das Modul wird im finalen Stadium 3x3 cm haben. Da kann man sehen, das ist aufgebaut, und hier rechts ist das Debugging-Modul, um das zu testen. So, und das Modul kann die Sonne erkennen und den Horizont. Also man kann es benutzen als eine Art Sextant zur Navigation. Damit die Sonde auch weiß, wo sie ist, wie schnell sie ist und ja, wo sie hinfliegt. Top. Weiter. So, da sieht man den Vakuumtest. Also das Modul ist bereits geprüft worden. Das ist die Vakuumkammer an der FH, und das Modul kann man hier sehen durch den Fenster. Das erste Modul im Prototypen. Das sind die einzelnen Komponenten für unsere Raumsonde. Die sind jetzt noch nicht so gebaut, dass sie integriert werden können. Das waren die Testplatinen für die einzelnen Komponenten zu testen. Also hier zum Beispiel ein Ladecontroller für die Solarzellen, um die Batterien aufzuladen. Das ist ein Boost-Konverter, der aus 3,7 Volt, 12 Volt bis zu 3 Watt generiert. Den brauchen wir für die Ventile zu steuern für das Triebwerk. Sowie für die Endstufe von dem Funkmodul. Also Funkmodul ist halt ein ganz billiges Teil, gibt es mittlerweile bei Pollen für 12 Euro. Es braucht aber für die Endstufe 12 Volt. Das heißt, da muss das nicht vorgeschaltet werden. Und da ist noch ein Controller da, der die Daten aufbereitet und auf lowleren Ebene die Kommunikation sicherstellen kann. So, dann haben wir hier das Stromverteilungsmodul. Das muss sicherstellen, dass wenn ein Modul kaputt geht, beziehungsweise einen Kurzschluss liefert, dass die anderen Module weiterlaufen und einzelne Module abgeschaltet werden können. So, das ist der Motorcontroller für die Reaktionsräder. Wir wollen ja, dass sich die Raumsonde im Raum auch um ihre Achsen drehen kann. Und wenn man sowas mit dem Triebwerk machen würde, wäre der Treibstoff ziemlich schnell zu Ende. Deswegen bauen wir 3 Motoren ein, um jede Achse. Und wenn ein Motor hochgefahren wird, dreht sich die Sonde in Gegenrichtung. Nur irgendwann durch die Restatmosphäre im Orbit und den Sonnenwind kann es passieren, dass der Drehimpuls schon so groß wird, dass man Treibstoff braucht, um die Motoren zu entgraben. Genau, dann kommt das Nino-Modul. Und zwar, damit die Sonde auch weiß, ob sie gerade aufweicht aus der Drehung, messen wir das durch Gyroskope. Und wir wollen auch die Bahn kontrollieren können und verändern können, da brauchen wir Beschleunigungssensoren. Also hier ist halt ein Test für Video. Zurück, dann können wir die Mitte reinklicken. So, das war jetzt ein Modul, läuft auf dem Artimega 16. Und da ist ein 3-Achsen-Gyro drauf und ein Beschleunigungsmesser und ein Funkmodul. Und auf dem Board wird ein Quaternion integriert durch die Sensorenwerte. Also es passiert auf Festkommarithmetik, man braucht nur recht wenige Modifikationen und kann dann in Echtzeit das Quaternion integrieren. Das heißt, auch ohne externe Korrekturen kann die Sonde mehrere Sekunden lang, je nachdem wie schnell die Rotation ist, ihre aktuelle Lage quasi aus dem Nichts herbeiholen, bis wieder Korrekturwerte von den Kameras kommen. So, wir haben gesehen bei dem klassischen CubeSats, dass innen drin der Raum gefüllt ist durch die ganzen Module. Und das könnt ihr eben nicht machen, weil wir hier ein Triebwerk integrieren wollen, beziehungsweise ein Gassystem, um die Triebwerke zu speisen. So, da machen die Launch Provider ziemlich große Schwierigkeiten, wenn es um Drucktanks geht und gefährliche Substanzen. Wir wollen hier Flüssiggas einfüllen. Das soll nicht verbrannt werden, das soll nur durch Expansion Vortrieb. Genau, Vortrieb erzeugen, Durchschuss erzeugen. So, und da
wenn man so überlegt, diese primäre Stufe, also die erste Druckstufe aus Standard-Industrieteilen aufzubauen, die sind ein bisschen schwerer und größer, dafür aber zertifiziert. Das sind zum Beispiel CO2-Kapselgewinde, die werden mit Propangas gefüllt und ein Magnetventil. Was hier noch fehlt, ist eine Expansionskammer, das heißt, das Flüssiggas wird tröpfchenweise eingeleitet und erzeugt dann in der Expansionskammer einen Druck von 1 Bar und danach kommen noch 6 Ventile dahin, 2 unten, 2 oben, 2 nach hinten und damit kann man dann die Raumsonde um Achsen drehen. So, ja, prinzipiell war es das. Also die Rahmenstruktur, die wird normalerweise aus Aluminium gefertigt, das ist auch vorgegeben. Aber wir würden gerne die Komponenten montieren und testen. Und ja, haben dann hier angefragt auf FabLab und die Struktur ist gerade in Druck. Das heißt, wenn fertig ist, können wir schon nächstes Jahr alle Komponenten integrieren und haben einen Prototypen, der muss dann getestet werden auf Pensionieren. Und wenn das läuft, dann hoffen wir, dass wir das aus dem Reifen schaffen.